Die Welt stellt sich eine Frage. Warum der Angriff auf die Vereinigten Staaten? Seit über 100 Jahren halten die Vereinigten Staaten die Welt in einem andauernden Kriegszustand. Immer wieder haben wir die katastrophalen Resultate dieser kriegerischen, militärischen Politik gesehen. Diese Kriege führten nicht zu Konfliktlösungen oder Frieden. Sie führten lediglich zu weiteren Kriegen. Die Vereinigten Staaten gaben bisher den Ton an, weil sie am längsten Hebel saßen. Aber jetzt nicht mehr. Dies ist nicht der Beginn eines Krieges, sondern das Ende aller Kriege. Nach San Francisco stellte sich die freie Welt gegen Atlas. Irons verschanzte sich in seinem Hauptquartier in Neubagdad. Die Kommunikation brach ab. Beide Seiten wussten, was kommen würde. Wir hatten den Auftrag, mit der 37. Luftdivision beim ersten Angriff reinzufliegen. Dann sollten wir uns absetzen, das Atlas-Kommandozentrum infiltrieren und Irons ausschalten. Cormac war endlich am Ziel. Auf diesen Tag hatte er 5 Jahre gewartet. Letzte Planänderung. Sie flankieren von Osten und Norden und geben Team Blau Deckung beim Angriff aufs Ziel. Ja, Sir. Da habe ich es ja gut getroffen. Ihnen wird's nicht besser gehen als den anderen. Ich will nur nicht alle gleichzeitig riskieren. Wir haben nur eine Chance, ihn zu erwischen. Das ist genug. Ich weiß. Bleiben Sie am Leben. Sie werden gebraucht als Zeuge in Den Haag. Das lasse ich mir nicht entgehen. Gut, viel Glück. Mehr gab es nicht zu sagen. Wir wussten alle, was zu tun war. Das war der Anfang vom Ende. Für einen von uns. Sentinel 2-1 nähert sich Panzerwagen Romeo Victor 0 mit Winkel 5. Roger. Bleiben Sie bis Neubagdad im Tiefflug. Kingpin Ende. Sentinel-Team, sammelt euch! Greift alles an, was kein Sentinel-Zeichen hat. Drei Feinde voraus. 12 Uhr tief. Dann hauen wir uns mal die Köpfe ein. Keine Luftunterstützung. Einer weniger auf der Liste. Hinterhalt auf 312. Einer ist an der Tür. Ich mach dich auf die Verfolger auf. Mitchell, pass auf deine Flügel. Drei Feinde voraus. 12 Uhr tief. Dann hauen wir uns mal die Köpfe ein. Mitchell, pass auf deine Flügel auf. Hinterhalt auf 315. Einer ist an der Tür. Passt auf die Verfolger auf. Landfahrer Alpha Julien 669. Ziel erledigt. Vorsicht vor den Trümmern! Sehr gut. Mehrfeindflugzeuge beim Bergkampf auf 2 Uhr. Schnappt sie euch! Arbeit! Danke für das Deckungsfeuer. Habt mir den Arsch gerettet. Ziel erledigt. Wir sind in der Gefahrenzone. Keine weiteren Angriffe. Schlagt voraus! Runterbleiben oder möglichst schnell vorbei. Kutsche, pass auf die Flanke auf. Phalanxdrohnen voraus. 4 Vögel kommen auf 12 Uhr angeflattert. Feuer frei. Mitchell, bleib in der Schlucht. Mitchell, geh nicht über 2000. Das war verdammt knapp. Arbeit. 12 Uhr tief. Ich nehme die linke. Ziel erledigt. Achtung, 6 Uhr bitte. Steinschlag voraus. Auf die Krümmer aufpassen. Mitchell, halt den Kopf und... Mitchell, bleib in der Schlucht. Mitchell, geh nicht über 2000. Sehr gut. 12 Uhr tief. Ich nehme die linke. Achtung, 6 Uhr, Mitchell. Halt den Kopf und... Steinschlag voraus. Auf die Krümmer aufpassen. Achtung, 6 Uhr, Mitchell. Mitchell, bleib in Deckung. Nähern uns dem hydroelektrischen Damm. Stützen erfassen und Raketen abfeuern. Zurück. Hoch auf 6 Uhr. Roger. Wir
Behalte die Feinde im Blick. Oder Angriffsalarm. Na, rangehen und Waffen einsetzen. Nähern uns dem elektrischen Dach. Bin an ihnen dran. Angriffsalarm. Sehr gut. Heilige Scheiße! Verstanden. Greifen feindliche Ziele an. Kommando, hier ist Sentinel 01 im Endanflug auf Neubagdad. Verstanden, 01. Die feindliche Luftabwehr beginnt in 1,5 Kilometern. Starte Abwurfsequenz. Autopilot gestartet. Kapsel erfolgreich platziert. 1200 Meter bis zum Ziel. Fahre das System herunter und wechsle auf Tarnmodus. Verstanden, 01. Ihre Staffel ist nicht mehr auf dem Radar. Verbinde das Hub mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus Irons das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze dienen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel 200 Meter. Anzeigen ausschalten und auf Landung vorbereiten. Es wird eine harte Landung. Crew-Umkehr. Ganz schön wilder Ritt. Treffen wir Sergeant Davis. Wir versuchen, in den Finanzdistrikt vorzudringen. Aber Atlas-Truppen haben den gesamten Sektor abgeriegelt. Verstanden. Vielleicht schaffen wir es von oben hinter die feindlichen Linien. Ist das Zielgebäude. Davis, wir nähern uns dem Zielgebäude. Verstanden, ich schicke euch zwei weitere Trupps. Kommando, Sentinel 2-1, wir unterstützen die 95. beim Durchbruch durch die feindlichen Linien. Weiter, los, wir müssen zum Zielgebäude. Verstanden, Ares 2, wir haben euch. Bestätigt, Feuerkraft steht bald bereit. Athena, hier spricht... Verstanden, Poseidon. Das Ziel befindet sich westlich des Al-Sadi Financial Gebäudes. Mehrere ASTs und mindestens drei schwere Geschütze. AST! Vorwärts! Schwere Mechs geordnet. Ausschalten. Defensivposition halten. Bleib auf dem Abstand. Alles 1-1 verstanden. Abstand!
Halt! Einer gefallen. Munition reicht. 20 Feinde mit den Schusseinheiten. Kontakt! 12 Uhr! Schwere Mechs geordnet. Ausschalten! Negativ! Wir sind in der Gefahrenzone! Weitere Angriffe! In Deckung. Die Panzer machen Hackfleisch aus uns. Gideon, ich brauche Deckungsfeuer. Da vorne ist ein Waffendepot. Mitchell, du begleitest Nox. Schnappt euch die Stinger. Wir geben euch Deckung. Los, los, los. Mitchell, gib dem Deckung. Schnappt dir die Stinger. Drohnenschwarm! Was soll er machen, die da? Hat's erwischt. Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport. Nein, das ist mein Dekor. Wir müssen sofort alle Truppen abziehen. Wieso sind wir immun? Eins wollte seine eigenen Leute schützen. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Zurückschießen! Verluste und Rückschläge geben. Aber vertrauen Sie mir.